Am Samstag, dem 16.07., war es nun endlich soweit. Urlaub. Der Vortag gestaltete sich nahezu endlos. Taschen packen, Bude auf Vordermann bringen, Makea und die Chinchilla versorgen. Erschöpft fielen wir ins Bett, um bereits 4 Stunden später loszufahren. Am Heimathafen dann angekommen, war erstmal für 2 Stunden Mittagsschlaf angesagt. Etwas fitter als zuvor ging es dann ans Einräumen und Futterreserven auffüllen. Da die Hunde, nun wo sie zu echten Seeratten geworden sind, auf dem Deck schlafen können, ist unter Deck mehr Platz für uns. Gestärkt durch leckeres Essen zogen wir mit den Hunden durch den Hafen, machten neue Bekanntschaften und testeten Pokémon Go. Die Landschaft fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Auch das Wetter blieb uns bis zum Abend gut gesonnen, ehe es sich zu einem leichten Nieselregen wandelte. Unser morgiges Ziel: Segel setzen und auf nach Gaga. Sonntag, der 17.07. Wir haben erholsam geschlafen und sind nun zeitig auf. Zum Frühstück gönnen wir uns Frühstückswurst aus der Dose, welche verdächtig nach Hundefutter riecht und obendrauf auch eine ähnliche Gelee-Film gebildet hat. Dazu noch Leberwurst aus dem Glas und ein paar Scheiben Brot. Ach ja, und Cola. Cola darf bei uns nie fehlen. Der Wind scheint nicht so zu wollen wie wir und also heißt es erstmal abwarten. 13 Uhr können wir endlich starten. Jetzt beginnt unser Urlaub. 3 Stunden lang gutes Segelwetter. Circa die halbe Strecke ist geschafft. Dann plötzlich kippt das Wetter. Es beginnt zu regnen. Um uns ist es diesig und kalt. Nach 2 Stunden im Regenschauer ist unsere Kleidung durchnässt und wir erreichen den Hafen von Gaga. Heute kann uns die Welt mal. Wir sind durchgefroren und gehen essen. Noch eine kurze Runde mit den Hunden durch das Dorf, dann ab aufs Deck. Die Crew ist erschöpft, Zeit zum Schlafen.